down shit. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pirate Storm. Und wir sind gerade noch in Canassa. Und wir haben noch immer die Mission, dass wir die roten Schatten hier zerstören müssen. Und ich weiß nicht, ob es das Wolfsmaul hier noch gibt. Wir werden dann nach diesen. Okay. Ja, genau, Wolfsmäuler gibt's hier. Okay, nice, den haben wir erstmal geblappt. Ich weiß nicht, wie stark der dann wirklich ist, aber der kann uns gerne auch blabben. Da warten wir hier kurz. Okay, wir müssen hier die roten Schatten töten, ja. Alles klar, der wollte gerade Beef. Oh nee. Ja, komm, töte uns halt. Ich meine, wir haben im Moment noch nichts aktiviert, das ist für mich jetzt nicht so schlimm. So. Nice, ich glaube, das ist sogar so ein Schiff, was man beim Osterevent kriegt. Oh, die bekriegen sich gerade. Oh, da ist es down. Okay, wir werden mal ein bisschen gucken. Übrigens, was den Livestream betrifft, für die was eventuell gerade reingucken. Den Livestream wird es am Samstag geben, also morgen am Abend, beziehungsweise morgen nachmittags. Und ich muss noch ein paar Einstellungen machen, beziehungsweise ich muss einfach noch gucken, wie ich das alles, wie ich das alles aufbauen möchte. Okay, die sind alle hier relativ stark und ziehen uns alles weg. Aber das ist nicht so schlimm. So, das haben wir jetzt auch. Diese Folge wird nicht so lange, denn ich habe einfach gerade. Und tatsächlich, ich habe gerade einfach nicht die Lust dazu und auch nicht die Laune dazu zum Aufnehmen. Daher ich gerade einfach. Keine Ahnung. Das Spiel zu spielen macht im Moment einfach keinen Spaß und das gebe ich gerade ganz ehrlich zu. Das hat einfach den Grund, weil ich einfach in dieser SND bin. Und ich weiß nicht, ob mich der Anführer noch verfolgt. Wir können auch mal ganz kurz gucken. Okay. Zuzu zum Beispiel. Was, hä, wie? Ach so, das sieht man nur, wann sie beigetreten sind. Da hat sich jemand beworben. Status, da. Okay, warte mal. Wir haben den 25. Genau. Und unser Anführer war seit 3 Tagen nicht mehr online. Zuzu war gestern noch online. Das Ding ist, sie sind einfach so inaktiv. Ich sehe nie jemanden online, außer Macwiz. Der ist immer wieder mal online. Ich sage wirklich nicht, dass ich oft online bin. Das sage ich gar nicht. Aber mir fällt halt so nie auf, dass ich jemanden sehe. Und das finde ich ehrlich gesagt schade. Oder ist es im Paradigm einfach so? Keine Ahnung. Wenn ihr eine Gildenempfehlung habt, dann würde ich ganz gern dieser Empfehlung nachgehen. Schreibt es mir auch unten in die Kommentare an alle, die was Pirate die in Pirate Storm schon echt gut drauf sind. Schreibt es mir gerne einfach in die Kommentare und dann werde ich mir höchstwahrscheinlich eine neue Gilde suchen. Daher ich einfach wirklich mehr auf eben auf eine actionreichere Gilde stehe. Also wo einfach ein bisschen mehr Action ist. Die einen, die können es vielleicht nachvollziehen, die anderen nicht. Und ich finde Northern Darkness auch wirklich nett. Gar kein Thema. Finde ich richtig cool. Ich finde auch die Leute drinnen echt nett. Aber im Moment ist es einfach für mich persönlich besser, wenn ich in eine andere Gilde reinkomme. Oder ja, ich werde einfach in eine andere Gilde reingehen, weil es hat sonst für mich hier, glaube ich, keinen Sinn. Auch wenn ich finde sie wirklich alle sehr nett. Will ich gar nichts sagen, also finde ich echt cool und so, aber es macht mir halt leider keinen Spaß. Ist so. Wo ist eigentlich Macwiz?
Hä, ist MacWiz nicht mehr? Doch, hier ist MacWiz. Oh, nice. Okay, und wir machen auch immer mehr Schaden, fällt mir gerade auf. Also jetzt hauen wir manchmal schon echt geilen Schaden raus. Okay, also bei dem hier, da möchte ich jetzt nichts sagen. Da hauen wir nämlich immer einen schlechten Schaden raus, aber sonst ist es schon ganz nice. Übrigens könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr eventuell wollt, dass die nächsten Folgen eher mit Leuten zusammen gemacht werden. Also, dass wir zusammen in irgendeine TS gehen. Aber selbst da wäre es mir am liebsten, wenn ich eben in einer Gilde bin, mit der ich wirklich auch kommunizieren kann, die was auch mal online sind. Ich weiß nicht, wie das so ist, aber zum Beispiel bei der U-Bootmaker Gilde, ich glaube, das ist UB oder so. Ich weiß nicht, daran Kürzel, aber ich hatte früher deren TS, jetzt habe ich meinen TS irgendwie verschoben und habe ihn neu installiert und jetzt habe ich irgendwie fast keine TS-IP-Adresse mehr. Aber damals, da war es halt immer so, dass irgendwie fast immer, wenn ich online gekommen bin, waren andere Leute auch online. Ich will nicht, dass es irgendwie in eine Gilde kommt, wo nur Leute sind, die was durchgehend suchten oder so. Aber einfach, wo man auch mal zusammen ein paar Runden spielen kann oder paar Runden Arena spielen kann oder so. Das ist mal bis jetzt noch kein einziges Mal aufgefallen. Natürlich sind wir noch nicht so die Arena-Spieler, beziehungsweise können noch gar nicht so richtig krass in Arena abgehen, aber ein bisschen zusammen, 2 vs 2 könnte man dann doch mal spielen, also das wäre einfach cool, aber genau, weitere Infos, die werdet ihr dann noch erfahren. Und wie gesagt, wenn das Event dann wieder losgeht, dann wird auf jeden Fall wieder viel mehr auch am Start sein. Dann heißt, es gibt wahrscheinlich dann wieder täglich eine Folge. Und dann geht das schon. Übrigens am Sonntag, also übermorgen, ich möchte nochmal darauf hinweisen, da kommt dann eine Folge zusammen mit dem Alex. Von einem neuen Format, da könnt ihr euch auch schon drauf freuen. Und es gibt auch am Sonntag höchstwahrscheinlich einen Alex is Back Stream, wenn denn alles am Samstag funktioniert mit dem Stream. Denn am Samstag der Stream, der wird zum ersten Mal, das ist so ein richtiger Stream halt. Und genau, ihr könnt mir auch gerne Spielvorschläge in die Kommentare schreiben. Oh. Okay. Fände ich auch cool von euch. Wie gesagt, ich werde höchstwahrscheinlich mal ein paar Runden Minecraft spielen, ein paar Mini-SG-Runden. Dann werde ich mal gucken, wer noch so an den Start kommt. Wir werden einfach ein paar Runden von Minecraft allgemein spielen und eventuell danach werden wir gucken, ob wir mal eine Runde Pirate-Storm streamen, denn ich habe noch nie Pirate-Storm in Twitch gesehen. Übrigens, ich werde es über Twitch spielen, denn wir machen ja ganz normale Gaming-Livestreams und von daher, Twitch ist ja für Gaming angedacht und deswegen werden wir auf Twitch da ein bisschen rumgammeln und gucken, was sich dann morgen so tut. So, komm. Okay, das haben wir jetzt auch. Komm, wir bräuchten noch 2 rote Schatten. Könnten wir die eventuell noch finden? Warum blappt der mich nicht? Der könnte mich so easy blappen, aber okay. Ah, okay, die Kanonen sind auch wieder aufgerüstet. Ich blabbe jetzt übrigens alles so ein bisschen, also auch die Blutsuche. Manchmal hauen wir so richtig schlechte Hits und dann kommt wieder so eine Welle von guten Hits. Ist echt interessant. Übrigens, nee, nicht dann, wenn wir die Befehle aktivieren. Ich weiß schon, wenn die Befehle aktiviert sind, dann machen wir allgemein mehr Schaden. Das habe ich mittlerweile gerafft. So. Ja, wir hätten da auch schon ein bisschen was aktivieren können, aber das ist mir jetzt egal. Daher ich nämlich gleich die Folge schneiden, rendern werde und hochladen werde. So. Grundsätzlich macht mir das Spiel Pirate-Storm echt mega Spaß, aber ich weiß auch und ich glaube zumindest, was ich witzig finde, bei euch kommt Pirate-Storm immer gut an. Finde ich cool. Das feiere ich mega, also vielen Dank dafür. Und auch damit immer in den Kommentaren was zum Lesen gibt und so weiter. Aber was mir dafür schon auffällt, ist auch, beziehungsweise mir selber gefallen Let's Plays, wo nur ich alleine rede, ohne irgendjemand anderem, der vielleicht im TS oder in Skype mit mir sich unterhält, finde ich meine Folgen selber ein ganz klein wenig zu langweilig.
Denn ihr seht mir jetzt hier, wie ich ein bis zwei Quests erledige und kurz ein paar Infos raushaue und so. Finde ich alles ganz okay, aber ich fände es dann teilweise noch cooler, wenn man irgendwie zu zweit irgendwie Arena fährt zum Beispiel. Oder wenn man zu zweit irgendwie mit der Gilde eine andere plündert oder so. Das fände ich persönlich echt mega krass geil, also... Manche Verpassung soll das mal einleiten, dass man hier schneller runterscrollen kann. Das finde ich mal geil. Weil da muss man immer Ewigkeiten scrollen und immer dieses... Ja, das finde ich ein bisschen komisch. Finde ich cool. Und nein, mein Mausrad ist nicht so langsam eingestellt. Okay, holen wir uns hier nochmal einen Blutsucher. So, komm. Hier ist das Wolfsmaul, was wir brauchen. Ist auch ein geiler Name. Allgemein, ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, ob wir irgendwelche Challenges machen sollen. Irgendwelche bestimmten Challenges. Ich habe zum Beispiel mal bei einem anderen YouTube-Kanal, habe ich mal gesehen, zum Beispiel, das ist aber nicht vom Palsom. Ich glaube, das war League of Legends, also LOL. Dort haben die eben eine Challenge gemacht, dass man nur mit der Hälfte des Lebens rumfahren darf und man nie, dass man das Leben nicht generieren soll, also regenerieren soll. Wenn ihr da Ideen habt und wenn ihr sagen würdet, jo, ein paar Challenges, wo man nicht die normalen Quests macht, wenn kein Event läuft, dann könnte man eventuell da mal ein paar Sachen reinbauen, die ein bisschen spannender sind. Das könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen. Wie gesagt, im Moment ist meine Zeit ein bisschen begrenzt und ich tue auch noch viele Dinge für den Livestream vorbereiten. Ja. Wir gucken jetzt mal ganz kurz hier runter und wir sind jetzt bei 11 Minuten. Sollen wir die Quest noch machen hier? Die Welt erreise? Oh nee, wir haben schon eine neue Quest. Bis nach zur Koordinate L12 fahren. Okay, dann fahren wir dort mal hin. A, B, C, D, E, F, G. Okay, da müssen wir rüber. Also sind wir auch schon. L12, das war doch die Quest, oder? Zuzes Genius. Zu L12. Kanassa. Och nee, ich habe mich verlesen. Das passiert mir oft übrigens, dass ich das normale I, also das großgeschriebene I mit dem L vertausche. Geht euch das auch so? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Übrigens, was ich noch ganz kurz anmerken möchte, ich werde es höchstwahrscheinlich jetzt auch in den Titel schreiben, damit ihr alle Bescheid wisst, was abgeht. YouTube ist bei mir zumindest im Moment richtig verbuggt. Ich weiß nicht, entweder es entscheiden sich einfach so viele, einmal mich zu abonnieren und dann wieder deabonnieren, oder es liegt wirklich an YouTube, denn bei mir ist es im Moment so, dass ich kriege einmal extremst viele und extremst schnell Abonnenten. Zum Beispiel habe ich jetzt gerade im Moment, ich habe vor 15 Minuten noch drauf geguckt, da hatte ich ca. 98 und dort gestanden ist, auf meinem Kanal selber, wenn ich als Zuschauer gucke, ist bei mir da gestanden, es sind nur 92. Dann gestern abends waren plötzlich nur noch 87, finde ich komisch. Und bei mir oben beim Profil ist dann gestern irgendwas mit 97 oder da gestanden. Also es variiert immer extrem schnell und ich weiß nicht so wirklich, welcher Anzahl ich jetzt glauben soll. Deswegen, ich stehe jetzt einfach mal in den Glauben, vielleicht korrigiert sich das die nächsten Tage wieder. Allgemein, alle diese Plattformen haben in letzter Zeit, kommt mir vor, so ein paar Probleme. Zum Beispiel die Twitch-Plattform. Übrigens, was ich auch noch ansprechen möchte, ich verfolge sehr gerne den 30-Tage-Livestream von Unge, weil ich einfach mega krass finde, was die da gerade machen. Und ich liebe einfach das Let's Playen von Nilo, von Zander, von Unge. Und die kriegen immer wieder Gäste. Also ich finde die Idee als 30-Tage-Livestream echt cool. Und ja, da könnt ihr gerne auch mal vorbeigucken. Ihr wisst sicher... Will ich einfach ungespielt eingeben, für die, was interessiert, für alle Palsom Let's Player, beziehungsweise alle Palsom Spieler, wird das jetzt weniger interessant sein, aber für die, die was, ich find's auch cool, es gucken manchmal immer wieder auch Leute vorbei, die was eher auf Minecraft stehen, also die lieber die Minecraft Let's Plays auf meinem Kanal mögen. Das finde ich übrigens auch cool, denn es gibt manchmal so,
Kanäle. Dort wird dann nur noch eine Art von Gameplay produziert, daher die ganze Community nur rumhatet, wenn mal ein anderes Video kommt. Aber bei euch finde ich das echt cool. Ihr fragt zwar manchmal dann nach Pearlstorm, wenn eventuell mal einen Tag weniger Pearlstorm kommt und mehr Minecraft PvP. Mir fällt auf, dass sich die Community im Moment fast schon ganz ausgeglichen bildet. Also 60% der Leute finden Pearlstorm echt cool, beziehungsweise 70%. Und die anderen 40 bis 30% finden eben auch diese Minecraft Let's Plays, also das Format Minecraft PvP, richtig cool. Ich bin mal gespannt, wie bei euch dann das neue Format für euch das rüberkommt, beziehungsweise wie ihr das so findet. Freue ich mich schon mega auf das Feedback von euch. Und egal, wir werden die Quest jetzt einfach nicht machen, aber das eine Wolfsmaul, beziehungsweise die Wolfsmäuler, die was wir noch so finden auf dem Weg, die werden wir noch mitnehmen. So. Perfekt. Dann gehen wir jetzt mal ganz schnell in den Hafen. Alles, was uns jetzt angreift, oder wenn wir ein Wolfsmaul sehen, die werden wir noch ganz kurz mitnehmen. Ganz kurz ist gut gesagt. So, perfekt. Dann gucken wir mal, der Hafen dürfte links sein. Ja, perfekt, da ist er auch schon. Ja, okay, dann blappt, dann schickst du uns in den Hafen. Perfekt. Wir erneuern uns. Wir reparieren uns so ganz kurz und gucken dann in den Hafen. Ah, wir haben eine neue. Wir haben einen neuen Erfolg erzielt. Prunkpirat Level 5. Holt ihr 25 effektive Aufwertungen? Haben wir das gemacht? Okay. Wir haben 7 Bleibarren, jetzt bekommen 800 Steinkugeln, 800 Harpunen und 5 Mondstahl. Gottes unfreundliche Geschöpfe. Um Gottes Willen, meine Insel. Ups. Anscheinend haben sich in meiner Abwesenheit Seeungeheuer die Gewässer um die Inseln als. Um die Insel als. Oh Gott, ich muss mein Mikrofon woanders hin tun, sonst hört er mich nicht gut. Die Insel als Nistplatz ausgesucht. So ungern ich Gottes Geschöpfen ein Leid antue, so zwingt uns doch manchmal das Schicksal, die Hand zu erheben. Bitte versucht, die Zahl der Seeungeheuer zu dezimieren, damit ich wieder ungehindert an Land kann. Okay, wir müssen noch mehr dieser Wolfsmäuler töten in Kanassa. Interessant. Okay, jetzt gehen wir mal ganz kurz in die Werkstatt und ich würde sagen, wir machen hier noch eine Spezialaufwertung. Übrigens, wie sieht es mit den Kanonen aus? Da würde ich sagen, da tun wir wieder mal ein paar 10 Pfünder raus. Ich finde es schade, dass man das ins Lager dann nicht mit Enter-Taste bestätigen kann, aber das kommt sicherlich noch. So, perfekt. Und ich glaube, Harpunen könnten wir mal ein paar nachkaufen. Ja. Beziehungsweise noch ein paar aufs Deck tun. Und gucken wir mal kurz bei den Auktionen rein. Wir können eigentlich an der Auktion teilnehmen. Vor allem, wenn ich mir das so angucke, dass dann die meisten Harpunenwerfer dann mit 5 Millionen enden. Naja, obwohl manche enden sogar mit 3 Millionen. Ist eigentlich wäre es. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet, aber ich werde mich jetzt vorerst mal noch nicht an die Auktionen wenden, daher ich mir vorstellen kann, dass wir das Gold später noch sehr viel besser gebrauchen können. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao. Doctor fairies, tell me.